Dieses Mal kurzer Stand, wie es mit den Schuhen weitergeht. Also ich hatte mir jetzt mal überlegt, wie wir die Ferse machen. Ferse soll ein Objekt sein, das hier aus fünf solchen Flächen besteht, die hier einen sauberen tangentialen Übergang haben. Und das kann man dann anpassen und vorne die Kurve, die sollte sich dann an den Schuhscan einfach ansetzen. Das machen wir, nehmen die letzten 2, 3 Zentimeter und setzen dann an der Stelle an. Wie funktioniert es? Irgendwann ist es dann integriert, wird eine Ferse erzeugt, die sieht so aus. Und wir haben dann mehrere Sketche. Und diese Sketche kann ich bearbeiten. Gehe hier drauf, dann sehe ich hier ein Sketch. Und ich sehe, ich kann hier drin das ganze Ding editieren, um irgendwas etwas breiter zu machen. Und in Echtzeit wird dann außen diese Fläche auch angepasst. Haben wir jetzt den untersten Sketch, der ist zuständig für die Anpassung an den Scan. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier das so verschieben, dass es irgendwie passt zu dem Scan. Wir haben jetzt die Eigenschaft so, dass ich hier zwei parallele Strecken habe. Das heißt, dieser Punkt, der kann immer ganz genau bestimmt werden. Die Kurve folgt diesem Punkt und alles andere können wir dann so nachträglich auch noch ändern. Das heißt, man könnte hier noch weitere Bedingungen einfügen, indem man zum Beispiel sagt, die beiden Strecken sollen parallel sein und dann hat man diesen Punkt hier auch gefangen. Der geht dann auch mit. Rein theoretisch können wir jetzt beliebig viele solche Fangpunkte machen und damit kann man das Profil also in diese Grundschicht hier festlegen. Und man kann hier durch die einzelnen Sketche durchhüpfen. Und hat jetzt hier den nächsten Sketch. Den könnte ich halt jetzt auch hier ein bisschen breiter machen. Und da merke ich, ich kriege hier eine Beule raus. Und ich habe jetzt momentan das ganze Modell mal aufgebaut mit vier Sketchen. Das heißt, das ist das editierbare Gerüst. Und hier sind halt die Sketche. Und jetzt können wir sagen, wie sehen die aus? Die Flächen dazu. So, blende ich die wieder aus und die Sketche blende ich aus. Und dann haben wir hier die Gestalt von dem Fußende mit den beiden Seitenflächen rechts und links. Wir haben unten die Sohlenfläche und wir haben hier vorne das hier, das ist dann das Oberteil, wo der Fuß reinkommt, hinten der Fersenriemen. Und wie gesagt, ich gehe dann einfach auf so einen Sketch drauf. Sehe den, könnte den jetzt editieren und dann geht die Form in vertretbarer Zeit mit. Das ist natürlich jetzt, wenn ich diese ganzen Gitter mir anzeigen lasse, dauert das etwas länger. Wenn ich dieses Gitter wieder lösche und ich sehe nur die Freiformflächen, dann geht das alles etwas schneller. Von der Rechenzeit her sieht man jetzt, wie das alles hier mitgeht. Hier der Punkt, der eben folgt. So, und wir können uns auch das Krümmungsbild anschauen. Und wie gesagt, hier ist es einfach so, dass wir hier tangentiale Übergänge haben an diesen Stellen. Das reicht für unsere Arbeit völlig aus. Hier und hier. Und hinten bei der Ferse direkt, dieses Stück ist eh eine harte Kante.